Es ist nicht einfach, den ganzen Tag super gelaunt zu sein und auf High Level, weil es kommen ja immer wieder Sachen, die uns umhauen. Da sagt jemand mal was, dann klappt das nicht, dann fällt mir was runter, was weiß ich, dann ärgert man sich halt. Die Frage ist, wie geht man damit um? Ärgert man sich 2 Sekunden oder zieht man das noch in den Abend, in den nächsten Tag und so weiter? Und diese Bremse, die kannst du selber einlegen. Und ich habe dir ja gezeigt, wie es geht. Und ich habe das Gefühl, es wird auch besser. Oder? Ja, ich bin, ja. Na? Wir können aber nicht von uns verlangen, dass es von heute auf morgen, heute bin ich irgendwie schlecht drauf und jetzt für mein ganzes Leben, weil ich habe jetzt hier ein Video geschaut und ein Blatt mir durchgelesen, werden sich meine Gedanken um 180 Grad drehen und ich werde jetzt nur noch positiv sein. Man muss es auch praktizieren. Ja, und sich das nur vorzunehmen und zu sagen, gut, ich habe es mir jetzt angeschaut und durchgelesen, hört sich alles vernünftig an, das wird nicht reichen. Ja. Praxis, Praxis, wir müssen in das Tun kommen, in das Machen. Sonst drehen wir uns da in der Spirale von, ja, habe ich schon probiert, hat bei mir nicht geklappt. Nee, du hast es eben nicht probiert. Ja, du hast es dir durchgelesen. Das heißt nicht, dass du es probieren heißt Aktion. Was tun. Ja.